Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Elden Ring. Und zwar sind wir noch dabei, hier unten Limgrave, im südlichen Teil hier unten, zu erkunden. Wie ihr seht, das haben wir ja alles schon in den letzten Folgen erkundet. Ich mache mal eben die Wegmarkierung hier weg. So, und die auch, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt hier das letzte Stück noch hier unten erkunden und dann schauen wir uns mal hier die Burg oder das Schloss an, was da so los ist. Ja, ich würde sagen, wir reiten erstmal hier rund, hier oben hin. Hier will ich auf jeden Fall noch gucken, ob da noch irgendwas ist. Hier, da reiten wir ja, glaube ich, dann automatisch durch, ne? Und ja, hier oben waren wir schon. Hier unten zum Strand will ich natürlich auch noch runter. So, und dann geht es hier zur Burg. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir an den Typen vorbeikommen, der da die ganze Zeit auf uns schießt. So, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Hier liegt schon wieder so viel Blut. Ich verstehe das nicht. So, da oben waren wir ja schon. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Wir wollen ja hier hinten... Da oben wollen wir ja erstmal hin. So, wir gucken uns natürlich hier auch wieder ganz genau um. Nicht, dass wir hier was übersehen. So. Oh, da kommt, da schießt aber jetzt schon wieder auf uns der Sauhund. Bei dieser Ecke kenne ich mich auch überhaupt nicht aus, deshalb muss ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein. Weiß ja nicht, was hier so alles rumlauert. Da sind Schafe. Hier unten erkunden wir aber gleich. Wir gehen erstmal hier hoch. Was haben wir denn da hinten? Oh, da scheint eine Asche zu sein. Aber ich reite mal erst hier oben hin. Dass hier noch irgendwo ein versteckter Dungeon oder so ist. Das wäre ja schade, wenn wir den verpassen würden. Aber hier oben scheint nicht wirklich was zu sein. Ne? Ist hier irgendwo was versteckt drin? Nee. Ja, ja. Der da unten, der ist ganz schön aggressiv da hinten. Und der hat eine ganz schöne Reichweite, finde ich. Ne? Wir sehen ihn noch nicht. Mal, da kommt er wieder. Zack. Wir sehen den noch nicht mal und der beschießt uns schon mit Pfeilen. Das ist echt eine gefährliche Ecke hier. So wie ich das sehe. So, was ist denn hier oben? Ist hier noch was? Nee. Doch, was ist das denn? Boah, der rafft gar nicht, dass wir da sind. Ja doch, jetzt hat er das kapiert. Aber zu spät. So, was haben wir denn da Schönes liegen? Ein Schmiedestein 1. Okay. Aber sonst ist hier oben nichts. Ja, 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 ja. Entspann dich mal da hinten. Wir kommen ja gleich. So. Schauen wir uns hier hinten noch mal in der Ecke um. Ups. Oh, 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 ein Bär. Da weiß ich noch nicht. Warte mal. So. Da steige ich aber für ab. Gucken, wie stark der ist. Ich hoffe mal nicht, dass der zu stark ist. Ah ja, okay, das ist ja gar kein Thema hier. Das ist ein Opfer. Ich weiß gar nicht, wieso ich mir immer so eine Panik mache hier. Meine ist ja auch nur ein kleiner Bär. Wie
großen, die sind da natürlich schon um einiges heftiger. So, gibt es denn hier noch irgendwas? Na, was gibt's? Willst du uns denn hier mitteilen? Achtung, Sackgasse. Ist nicht wahr. Die kann man auch nicht runter. Nee. So, dann schauen wir uns das hier nochmal an. Ne? Ja, ich glaube nicht, dass hier noch großartig irgendwo... Da hinten sind noch Bären, okay. Ja, ich glaube nicht, dass hier unten was Interessantes zu finden gibt. Aber wir schauen trotzdem weiter. Oh doch, da hinten war, ist da glaube ich, ist da eine Hütte. Aber wir sind jetzt hier, glaube ich, an dem... Ich bin im Kampf. Ich kann nicht die Karte öffnen. Okay. Das ist so ein Giftgebiet, ne? Da dürfen wir vom Pferd nicht absteigen, dann nehmen wir Schaden. Kann ich die Sachen nicht einsammeln? Und das Untote, oder... Was haben wir denn hier Schönes? Ja, das sind Untote. Die sind nur nervig. So. Aber da liegt doch bestimmt was Schönes drin. Und mir fällt gerade ein, wir haben die Asche gar nicht geholt, ne? Ja! Dann reite ich erst nochmal hier hinten wieder hin. Wo war die Asche denn? Reiten wir hier nochmal hoch. Hier oben muss die irgendwo gewesen sein. Da ist auf jeden Fall wieder ein Bär. Hier ist auch nichts. Nee. Jetzt finde ich die Asche nicht wieder, oder was? So. Und da sind wir gekommen, ne? Ich glaub. Na, komm schnell weg hier. So. Hier vorne waren wir hochgegangen und dann hatten wir die Asche gesehen, ne? Da ist sie. Haben wir bekommen. Giftnebel. Okay. Weiter gleich mal ganz schnell durch. Jetzt mal gucken, ob hier überhaupt irgendwo was ist. Ja, Pflanzen sind hier. Und natürlich eine Krabbe. Das war ja klar. Da eine Krabbe drin ist. Oder da nichts drin versteckt ist, das wundert mich doch ein bisschen. Krabbe haut ab. Steigt hier nochmal durch mit. Ja, hier gibt es höchstens noch ein paar Pflanzen, ne? Giftblüte, die nehmen wir mal alle mit. Und die Skelette selber tun uns ja wohl nichts. Aber ansonsten scheint es hier nichts. Oder da oben drauf. Das kann natürlich auch sein. Wo ist denn jetzt die Krabbe abgeblieben? Ist sie wieder schlafen gegangen?
Da oben hoch. Da müssen wir mal gucken, was da ist. Guck, da liegt doch was. Haben wir denn hier schöne goldene Rune? Nein! Oh! Okay, da oben ist aber nichts mehr gewesen. Ja, immer schön in Bewegung bleiben, sonst trifft uns der Riese nachher doch noch da hinten. Bloß so. Ich glaube, hier ist aber jetzt nichts mehr, ne? Da ist der Riese, okay. Machen wir jetzt nochmal hier unten. Nee, hier ist nichts. Dann gucken wir an der Seite, wenn wir schon mal hier sind. Schauen wir uns die Ecke doch hier auch noch. Autsch! Den Strand noch mal an. Okay. Erstmal einen Heiltrank nehmen. Was gibt's denn hier Schönes? Gräbertallilie, ja gut. Dunkelstein, Dunkelschmiedestein 2 und ein Adernblatt. Ja gut. So, damit haben wir den Strand dann auch abgehakt. Wir nähern uns immer mehr den Schloss. Rauf hier, rauf hier! So, mal eben gucken, was haben wir denn hier Schönes. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden, was das mit den Schwertern hier zu tun hat. So, aber denn da hinten, ist das eine Schildkröte? Ja. So. Vielleicht gibt es einen Hintereingang in der Schloss. Oh, mal schauen hier. Hier verliegt da. Ne, da liegt doch. Da ist noch eine Grablilie. Oder Trinaslilie. So. Huch. Da hinten sind Quallen. Da geht es auf jeden Fall weiter. Da hinten ein Stück. So, jetzt muss ich noch mal eben auf die Karte gucken. Also das Stück haben wir hier abgegrast. Wir müssten jetzt noch eigentlich eben hier rüber, ne? Das abgrasen. Vielleicht machen wir auch erst den Riesen, dass der uns nicht mehr nervt. Mal schauen. So. Gucken, ob wir von hier rankommen. Ah ne, der ist noch zu weit weg. Muss näher ran. Oh, ja, 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 ja. Muss mir mal hingucken, ob es noch eine etwas bessere Position gibt. Oh, Alter, ist der Ziel sicher. Na gut, ich glaube, wir gehen doch erstmal dann hier hinten zum Strand. Dann können, haben wir das auch abgegrast und dann kümmern wir uns um den Riesen. Ja, schwer wird er nicht sein. So schwer wird er, glaube ich, nicht sein. Der ist einfach nur nervig. Ah! Lass mich in Ruhe. Komme gleich. Wir kümmern uns schon um dich. Aber erstmal muss ich hier die Lage checken. Hier so aussieht. Hier ist nichts, ne? Ne. Ach guck mal, da können wir uns ja noch mal voll machen hier.
Das ist ja passend. Auch erledigt. Und sonst gibt es hier sonst noch was am Strand? Ja, so ein paar blöde Hunde. Wieso steige ich denn jetzt ab? Das ist doch... War blöd, dass ich jetzt abgestiegen bin. Oh, wo kommst du denn weg? Du Sau! Hätte ich das gewusst, hätte ich mich noch mal vorher geheilt. Verdammter Mist. Ja gut. So ist das dann nun mal. So, was ist denn da hinten? Da kommen wir da hin? Hier ist nichts, ne? Nee. Nee, da geht's nicht weiter. Sei denn, es gibt ein Boot oder so. Aber ich glaube, das gibt es hier nicht im Spiel. So, da müssen wir uns ja jetzt um den Riesen kümmern. Da ist er. Guck mal, von hinten. So, Zauberstab. Komme ich mit einem Doppelsprung da hoch? Da probieren wir doch mal eben. Nee. Vielleicht kann ich an ihm vorbeischleichen. Oben, da müssten wir doch gut geschützt sein, ne? Ah ja, das ist kein Thema, der Riese. Die Schockwelle hat mich fast gekillt. So. Der ärgert uns nicht mehr. Ich hoffe auch nicht, dass der respawnt. So, Großpfeile 5 Stück haben wir bekommen. Müssen wir aber erstmal hier Mana und Heilung auffüllen. Dann kann es weitergehen. Aber ich nehme den anderen Zauberspruch. Mal eben. So, was haben wir denn hier in der Ecke? Haben wir hier irgendwas vielleicht versteckt? Nee. Jetzt wäre natürlich eine... Da ist eine Gnade. Ich wollte gerade sagen, jetzt wäre natürlich eine Gnade ganz nett. Oder haben wir ja auch eine. Haben wir eigentlich eine Mitteilung, wie das Schloss hier heißt oder so? Nee, ne? Ich schaue nochmal auf die Karte. Aufzug von Schloss Mornay. Schloss Mornay ist das, okay. So. Schauen wir uns mal eben einmal hier drin um. Auch zu Hebel voraus. Mhm. Ich sehe keinen Hebel, oder? Ach, da. So, fahren wir mal nach oben.
geht's weiter. Picke aber die, den Aufzug schon mal nach unten, falls wir sterben, dann brauchen wir nicht auf den Aufzug warten. So, was haben wir denn hier alles? Komisch. Anbeter, mal eben Schloss Monet. So, mal eben erstmal die Lage checken, wie das hier überhaupt aussieht. Hier irgendwas? Nee. So, da oben ist was. Da haben wir. Ja, keine Gegner hier. Komme ich da noch hin? Nee, ist zu weit weg. Der da wahrscheinlich auch, ne? Nee, der passte noch. Da ist auch noch einer. Komm, machen wir mal eben alle weg hier. Können wir uns da umschauen. Oben ist noch... Den kann ich nicht markieren. Achso. Da ist erst noch einer. Dann nehmen wir uns den da oben vor. Brauchen wir bestimmt mehrere für, ja. So. Da ist noch ein Hund. Erstmal einmal trinken hier. Ups. Da kommen die Schmetterlinge hier. Die nehmen wir natürlich mit, wenn wir schon mal hier sind. Ne? Da hinten sind noch mehr. Da gibt es noch Schmetterlinge, da gibt es noch Hunde. Ja, die Mana hätte ich mir sparen können. Die hätte ich auch ein Schwert zerlegen können. Okay. So. Hier nur einer versteckt ist. Ah, Feuer. Ah, oh, da gibt es noch Schmetterlinge, sehe ich gerade. So, die nehmen wir natürlich mit. Haben wir hier Feuerfett. So, jetzt lass mal umschauen. Da unten geht es weiter. Hier oben können wir lang. Ich schau mal eben da hinten die Treppe, ob es da auch weitergeht. Auf jeden Fall scheint da noch was zu liegen. Hier ist nichts, ne? Geht's doch nicht weiter, ne? Hier kommen wir auch nicht hoch. Ne, wir müssen da hinten lang. Wir müssen da hinten lang. Ja. So ist das. So, ich nehme mal den dicken Zauber. Gucken. Ah ja. Ach, das ist dieser Glockentyp, ne? Aber der hat sich erledigt. Was heißt Glockentyp, der Kürbiskopf? Den haben wir ja schnell platt gekriegt. So, da ist noch ein Item und da geht es, glaube ich, auch weiter. Wir gucken erstmal hier vorsichtig. Nicht, dass uns hier was überrascht. Schmiedestein, okay. Ja, da haben wir ja mittlerweile richtig viele von den Schmiedestein. Okay. Ja, da geht's weiter. Und wie gesagt, da hinten geht's auch weiter. Ne? Ah, komm, wir gucken erstmal hier unten.
Ja, aber ich glaube, wir sind für dieses Gebiet sind. Ah, da geht eine Treppe nach oben. Okay. Die Frage, gehen wir jetzt erst oben lang? Oder gucken wir erst auf der anderen Seite? Aber ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir mal eben oben wenigstens schon mal gucken. Vielleicht sehen wir dann ja, wo es da lang geht. Unten dann, ne? Dass wir vielleicht können wir. Nicht mit uns. So. Hier oben scheint es auch nicht viel weiter zu gehen. Ne? Da hinten ist noch was. Wo ist der andere? Da war doch noch ein zweiter. Der ist doch, ist der jetzt hier runtergefallen, oder was? Nicht, dass er uns gleich unten überrascht. Ah, hier ist doch bestimmt noch irgendwo einer. Kann doch noch nicht alles gewesen sein. Hier vielleicht nur einer versteckt? Nee. Aber hier ist wieder eine Leiter. Dann geht es hier wieder runter. Ah, dann kommen wir nach da hinten. So, ich schaue nochmal eben hier. Geht es hier irgendwie weiter? Ja, hier ist auch eine Leiter. Dann geht es in die Richtung weiter. Da unten ist der Burghof, wo wir reingekommen sind. Hier ist nichts mehr, ne? Nö. Nehmen wir noch die Schmetterlinge mit. Kann man hier runter? Ja, hier kann man runter und da gibt es eine Gnade. Dann machen wir das doch mal erstmal hier direkt. Ja, nee, für Stufenaufstieg haben wir noch nicht genug. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt müssen wir erstmal wieder orientieren. So, ich glaube, hier geht's lang, ne? Wartet mal. Ist ja schön, dass hier jetzt eine Gnade ist. Ach, mit dem Pferd. Was, kann ich mit dem Pferd rufen? Nee, kann ich nicht rufen. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ah, hier geht's weiter. Okay. Das wäre jetzt auch ein Ding gewesen, wenn man hier nicht hätte zurückkommen können. Was steht denn da? Vision voraus, zweihändig. Ah, okay. Psst. Hier was? Nee, ne? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir wieder nach da oben kommen. Hier unten wollte ich ja eigentlich noch gar nicht hin. Nachricht lesen. Chaos. Okay. Benötigtes Objekt voraus. Ach. Oh. Hier kann man runter. Wie sieht's hier aus? Kommt man hier hin? Könnte man, glaube ich, rüberspringen, ne? Da komme ich von da wieder. Ah, da sitzt einer, okay. Ah, wir kommen von hier unten, da kommen wir dann auch irgendwie wieder irgendwo hin. Nein! Ah, Glück gehabt. Da, was haben wir denn hier für ein Objekt? Dein Schwertschlüssel. Oh. Schön. Danke für den Hinweis. Das hätte ich nämlich wahrscheinlich übersehen, dass ich hier runterspringen kann. So.
Naja, da vorne kommen wir rein. Da geht dann wahrscheinlich eine Leiter hoch aufs andere Dach. Da sitzt auch einer drin. Ich gucke hier noch mal eben schnell um die Ecke. Hier ist nichts, ne? Ja, auch keine versteckte Wand. Oh, wer bist du denn? Oh. Hält aber eine Menge aus, das Vieh. Da hinten sitzt auch einer. Oh, da ist doch bestimmt hier auch noch einer drin, ne? Nee, ja. Mal vorsichtig hier rein. Nee, ich glaube, hier ist keiner mehr. So, da gibt es auf jeden Fall was. Eisenbeil. Ah, fuck. Diese ernährten die Dinger. Hängen da noch mehr von an der Decke? Nee. Vorsicht vor hoch, ja. Danke. Hätte ich erst lesen sollen. So, was haben wir denn hier Schönes? Bitte helft mir, ich bin von adliger Abstammung. Wenn mich dieses scheußliche Halbblut fressen, also wenn mich dieses scheußliche, alles nur das nicht, bitte. Denkt nur, was für eine Schande das wäre. Okay, ich muss das leider nochmal, den zweiten Satz, so. Bitte helft mir, ich bin von adliger Abstammung. Wenn man diese scheußlichen Halbblute fressen, wenn mich, schon wieder, also egal, weiß auf jeden Fall, was da entsteht. ja, wenn man ein Wort nicht richtig liest im Satz, dann passt das irgendwie alle nicht mehr, ne? Dann kommt man sofort durcheinander beim Lesen. Kann ich auch runterspringen? Hier nicht. So, hier kommen wir auf jeden Fall runter, ne? Da hinten geht es einen Turm hoch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier oben weiter. Gucken uns an, was da oben auf dem Turm ist. Weil ich denke mal, das ist eine Sackgasse da oben. Da geht es nicht weiter und da müssen wir über das Dach zurück. Anders kommen wir hier wahrscheinlich sowieso nicht weg. So, liebe Leute, die Zeit ist leider um. Was sich hier auf dem Turm vielleicht verbirgt, werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.